So, Drohne ist weggepackt. Wir haben noch gut gefrühstückt. Und ja, jetzt warten wir darauf, dass die Burg gleich öffnet. Tipp von uns, von November bis März hat die Burg am ersten Sonntag des Monats immer geöffnet ohne Eintritt. Natürlich der Grund, warum wir auch heute hier auf Sonntag sind. Nein, bot sich an. Und ja, das Ding hat mit einer echten Burg eigentlich genauso viel zu tun wie Neuschwanstein. Die Burg ist meines Wissens im 20. Jahrhundert gebaut worden. Und ja, wird hier im Elsass auch so ein bisschen verspottet als ja, preußisches Relikt oder Relikt aus der Preußenzeit. Aber ich finde, sie sieht ganz nett aus und deshalb gucken wir uns die auch mal an. Ja, wem das Ganze hier hinter mir mit dem ersten Tor so ein bisschen bekannt vorkommt. Ja, in der Tat. Die Burg war für John Howe, dem Illustrator aus dem Herr der Ringe, der auch die Filme begleitet hat, so ein bisschen die Vorlage für Minas Tirith. Also wenn euch das hier mal anguckt.
So, ihr Lieben, jetzt kommt auch die Sonne raus. Wir sind durch mit unserem Besuch, mit unserer Besichtigung der Hochkönigsburg. Ja, war relativ schön, dass wir so früh hier heute Morgen hier waren. Weil ich denke, heute bei freiem Eintritt wird hier richtig die Hölle los sein. So, da hinten kommt auch noch Sonja in ihrem... Ja, also die sollte man auf jeden Fall besichtigen. Normaler Eintrittspreis sind 9 Euro. Das ist das absolut auch wert. Und ja, braucht eine gute Stunde, für da durchzulaufen. Ne? Guck mal hier. Also, das sieht schon toll aus hier.